Radio Niederösterreich am Vormittag mit Julia Schütze. Hitze, Sand, Staub und heulende Motoren, das ist die Welt der 24-jährigen Niederösterreicherin, die als erste Österreicherin und jüngste Teilnehmerin überhaupt das härteste Offroad-Rennen der Welt, des Africa Race, gemeistert hat. Herzlich willkommen im Funkhaus St. Pölten, Julia Schrenk. Hallo. Hallo. Das Africa Race, das bedeutet auf dem Motorrad 6000 Kilometer durch die Wüste. Dabei haben Sie erst vor 3 Jahren ungefähr damit begonnen, sich für den Motorsport in der Art zu interessieren, weil Ihr Freund hat Sie halt mal fahren lassen. Über das Überschreiten eigener Grenzen, Sicherheit und Faszination, darüber unterhalten wir uns heute Vormittag. Radio Niederösterreich. Es wird eines der heißesten Abenteuer gewagt, sag ich mal, ein Abenteuer, von dem viele Männer träumen. Julia Schrenk, 24 Jahre jung, ist Österreichs erste und überhaupt jüngste Teilnehmerin ever, der am wohl härtesten Offroad-Rennen der Welt, am Africa Race, teilgenommen hat. Und ins Rollen gebracht hat das ihr Freund vor 3 Jahren. Wie das? Ja, also mein Freund, der fährt Motocross-Staatsmeisterschaft und der hat mir damals, wie ich ihn kennengelernt habe, hat er mir erzählt, er fährt Motocross. Und ich wollte es immer schon probieren und dann habe ich die Chance dazu gehabt. Ja, die Eltern waren gerade nicht zu Hause, ne? Oder wie? Naja, wir haben das bei ihm daheim gemacht, damit die Eltern das nicht mitbekommen, ja. Und die Mama, die hat dann wahrscheinlich schön geschaut, wie sie mit einer angeschwollenen Lippe nach Hause gekommen sind, oder? Was sie da jetzt gerade erzählt hat ein bisschen. Die Mama war nie wirklich so begeistert von dem Sport. Sie hat immer gesagt, das ist viel zu gefährlich. Und ja, ich meine, sie muss damit leben mittlerweile. Steht da nämlich hinter dir natürlich, ist mit, freue mich sehr. Ja, aber wie sind Sie dann gekommen zu diesem Wüstenrallye? Ich meine, da muss man sich ja qualifizieren ja auch. Ja, da hat es die Ausschreibung vom Elite Racing Team gegeben, der Elite Service GmbH. Die haben ein Mädel gesucht, das halt bei diesem Abenteuer dabei sein möchte. Mhm. Und für mich war damals sofort klar, da möchte ich dabei sein. Das möchte ich machen. Ja, aber es geht ja nicht so einfach, oder? Da muss man sich ja irgendwie qualifizieren, oder? Ja, einfach war es nicht. Also ich habe mich mal angemeldet und ja, dann ist das Ganze halt ins Laufen gekommen. Dann bin ich zu den Finalistinnen dazugekommen. Dann war das Finale in St. Johann, in Bonga. Und im Endeffekt habe ich es dann gewonnen. Ach, und da habe ich mich gefreut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Mama wahrscheinlich immer nervöser geworden. Flummert haben. Also ich frage mich so, Barbie oder Playmobil, Gummihupfen mit den Mädels oder mit dem Burschen mit dem Radl unterwegs. Wie haben Sie Ihre Kindheit in Erinnerung? War da immer so ein Action schon mehr dabei? Auf jeden Fall. Also die Kindheit war eine wunderschöne Kindheit, muss ich sagen. Wir waren viele Kinder in einer Straße und wir waren auch viel draußen. Sind von Gartenhütte zu Gartenhütte gehupft, auf jeden Baum raufkraxelt, mit dem Skateboard herumgedüst. Also das war schon actionreich immer. Was macht die Actionschiene? Was macht den Reiz aus? Was für Was ist denn Ihre Meinung so dazu? Ist es eigentlich was typisch Männliches oder nur über viele Generationen unterdrückte weibliche Stärke? Ich glaube, jeder soll das machen, was einem Spaß macht. Mhm. Also wenn jemand zum actionreichen Sport hingezogen wird oder so, dann soll er das machen. Egal ob Mädchen oder Bursch. 6000 Kilometer, die Wüstenrallye von Paris nach Dakar mit Julia Schrenk und ihrer 180 Kilogramm schweren Yamaha, wenn man sagen lassen. Auf Radio Niederösterreich lässt die Niederösterreicherin ihr bis dato wohl größtes Abenteuer Revue passieren. Gleich hier auf Radio Niederösterreich. Montagvormittag, Sie hören Radio Niederösterreich. Mit ihrem 180 Kilogramm schweren Motocrossbike hat die 24-jährige Studentin als eine von 2 Frauen und bisher jüngste überhaupt die legendäre Wüstenrallye von Paris nach Dakar bestritten. Julia Schrenk, was war das für ein Gefühl, nach 11 Tagen im Ziel anzukommen? Eine Erleichterung und Erlösung auch. Also was haben Sie als erstes gemacht? Als erstes? Ich habe mal den Mund abgewischt, weil die letzte Strecke sind wir durch mehrere Lacken gefahren und das war so ein abgestandenes, stinkendes Wasser. Verstehe. Und da war das erste einfach mal Mund abwischen, weil das war ziemlich grauslich. Mit welchem Ziel sind Sie überhaupt los? Weil Sie haben gerade mal ein halbes Jahr Zeit zur Vorbereitung gehabt, ne, um zu trainieren. Genau, ja, es war meine erste Rallye und davor bin ich halt nur
Motocross gefahren und ein bisschen Enduro und von daher war das was komplett Neues. Und wir haben uns vorbereitet, indem wir 2 Tage in Kroatien auf ein Roadbook-Training gemacht haben. Wer ist wir? Das war das Elite Racing Team. Okay. Genau, und da, ja, das Roadbook-Training haben wir gehabt und dann waren wir 3 Tage in der Wüste, damit ich noch Sandfahren lerne, weil ich bin vorher noch nie Sand gefahren. Und das war's? Das ist ja, ja, und dann natürlich, man muss sich halt dann körperlich darauf vorbereiten, mental natürlich auch. Mhm. Und da war ein halbes Jahr komplettes Training. Wahnsinn. 20 von 23 sind ans Ziel gekommen. Was sind die größten Gefahren? Was ist denen passiert? Die Gefahren lauern eigentlich an jeder Ecke oder jeden Zentimeter, weil man sieht einfach oft nicht, was ist jetzt hinter der Düne oder wenn man jetzt dahin brettelt mit ziemlich viel. Bis zu 100 km/h habe ich gelesen, oder was? Ja, manche, die ganz schnellen, sind sogar 150, 160 gefahren. Und das ist natürlich dann schon gefährlich, weil Steine kommen schneller, als man glaubt. Beziehungsweise ja, Löcher sieht man auch erst, wenn man schon durchgefahren ist. Und was ist denen jetzt passiert? Oder wissen Sie da Bescheid? Einer hat sich die Rippe gebrochen. Das war sogar der Vorjahressieger, der Martin Fontin. Der ist gestürzt und hat sich dabei die Rippe gebrochen. Einer ist sogar nach Hause geflogen worden, weil er operiert werden hat müssen. Nein. Und ja, natürlich, technische Probleme kommen auch noch dazu. Ne? Also ich habe ja, die Mama hat ja kurz erzählt, über GPS hat man ein bisschen schauen können, wo sie gerade sind, an welcher Stelle. Und gerade wenn im Stillstand war, natürlich der Schreck daheim, oh Gott, ist sie gestürzt, ist was passiert. Gregor Blob und Tobias Moretti haben mir das Abenteuer Wüstenrallye im vergangenen Jahr gewagt, haben im Anschluss davon erzählt, dass sie wirklich an ihre Grenzen gegangen sind, psychisch, also physisch. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie mal in eine brenzlige Situation gekommen? Ja, na sicherlich. Also ab und zu, wenn man mal so einen Stein schnupft, dann stellt sich das Motorradl quer und das sind schon brenzliche Situationen. Und natürlich Stürze habe ich genauso gehabt. Aber ja, damit muss man leben. Wie ist das? Ich meine, es sind ja auch extreme Temperaturen. Gell? In der Nacht ist es kalt und tagsüber heiß. Musst du dann ins nasse Gewand dann rein in der Früh? Oder wie funktioniert denn das? Ja, in der Früh ist es halt doch ziemlich kalt. Also sobald die Sonne weg ist, ist es eigentlich wirklich kalt dort. Und in der Früh, ja, man schlaft ja im Zelt. Mhm. Das heißt, das Gewand, in das man reinschlupfen muss, das ist eiskalt. Ma. Julia Schrenk, ich meine, ich überlege gerade, 11 Tage, ja, hat die Wüstenrallye gedauert. Wie schaut es aus mit Klo gehen unter uns Frauen? Ich meine. Ja, das Klo ist so eine Sache. Also, entweder man findet einen Busch oder man geht hinter einer Düne, aber. Ja, sie haben auf jeden Fall keine Klos bereitgestellt auf der Strecke für uns. Aber das ist ja klar. Abgesperrt alles, ne? Militär steht ja, du kannst nicht wirklich. Ja, und das Camp sind die Bücher selber, schon besetzt. Ja, das Camp selber ist dann vom Militär bewacht worden. Also da sind rundherum die ganzen Soldaten gestanden. Das heißt, man hat jetzt eigentlich gar nicht sagen können, man geht jetzt ein paar Schritte und setzt sich hinter einen Busch oder so. Ja. Weil, ja, man wurde halt überall beobachtet. Das ist unglaublich, ne? Und vielleicht war auch ein Busch schon über und über besetzt, oder? Ja, teilweise hat man halt dann die Klos, die zur Verfügung waren, ja. Hat man dann benutzen müssen. Oh, unglaublich. Was werden Sie für den Rest Ihres Lebens von dieser Rallye mitnehmen für sich? Was war das für eine Erfahrung, wenn Sie es in ein paar Worte fassen müssten? Eine ganz wertvolle Erfahrung. Also ich habe dort unten so viel gelernt und so viel gesehen. Und natürlich, wenn es die Chance gibt, möchte ich es auf jeden Fall nochmal fahren. Aber es war einfach einzigartig. Julia Schrenk ist heute live zu Gast bei uns auf Radio Niederösterreich. Auf einmal weiß die ganze Welt, wer Julia Schrenk aus Berndorf im Bezirk Baden ist. Julia, wie hat sich Ihr Leben seit der Teilnahme an der Wüstenrallye von Paris nach Dakar verändert? Was tut sich? Prinzipiell eigentlich ist mein Leben eh nur dasselbe. Es sind halt jetzt ein paar Zeitungsinterviews dazukommen oder mal ein TV-Auftritt oder jetzt eben beim Radio. Ja. Aber ansonsten bleibt mein Leben eigentlich okay. Das Gleiche. Sie arbeiten neben dem Studium, machen das Lehramt für Bewegung und Sport, Psychologie und Philosophie sowie Englisch. Sie arbeiten in einem Sportgeschäft in Leobersdorf. Wie reagiert denn das Umfeld jetzt? Gehen manche so Julia Schrenk schauen? Naja, das Sportgeschäft hat mich eigentlich sehr unterstützt bei der Wahl jetzt zur Rallye Queen, damit ich beim Casting gut abschneide. Also die haben mich da voll unterstützt. Haben auf YouTube die Videos geliked und Kommentare dazu geschrieben.
Also die sind voll hinter mir. Ja, das ist schön. Und ich habe gehört, die Mama hat so ein bisschen erzählt, das Sportgeschäft, die Arbeit, das machen sie, um sich den Motorsport zu finanzieren. Weil von zu Hause gibt es da kein Geld, oder wie? Ja, die Eltern haben von Anfang an gesagt, also den Sport, den wollen sie jetzt nicht unbedingt unterstützen, weil es halt doch recht gefährlich ist. Aber sie entgegnen, so geschützt wie dort bin ich nirgends anders. Das stimmt, ja. Also so viele Schützer, wie ich dort anhabe, habe ich bei sonst keinen Sport an. Wie geht es im Studium? Wie geht es weiter mit dem Studium? Wie lange brauchen Sie noch? Oder machen Sie es jetzt nur aus Sicherheitsgründen mehr fertig? Nein, das Sportstudium bzw. das Lehramtsstudium jetzt überhaupt ist eigentlich schon der Beruf, den ich mal ausüben möchte, weil mir die Arbeit mit den Kindern einfach Spaß macht. Ja. Und ja, natürlich, was sie jetzt ergibt, das nehme ich natürlich auch an. Das ist, also, wenn ich noch eine Rallye fahren könnte oder so, werde ich es natürlich auf jeden Fall machen. Julia Schrenk, die ultra coole Lehrerin, kann ich mir dann vorstellen. Was würden Sie denn den Kindern erzählen? Hast du Gedanken darüber gemacht? Was hat es besonders berührt? Naja, die Armut in Afrika, ja. Das ist halt schon ein Thema, das mich dort sehr beschäftigt hat und jetzt auch im Nachhinein noch sehr beschäftigt. Wenn man das halt mal live sieht, ist das halt echt schwierig, das auch zu verarbeiten. Weil wenn man da durch die Ortschaften durchfährt und die Kinder im Müll spielen sieht und mit Müll spielen sieht, dann denkt man sich halt schon, also wie gut es uns eigentlich geht. Ne? Schon geil. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft konkret vor? Was wünschen Sie sich? Was ich mir wünsche? Naja, dass ich in dem Sport noch viele, viele Jahre weiter fahren kann. Weil es mir einfach sehr Spaß macht. Und natürlich auch, wenn ich jetzt nochmal in Afrika fahren darf, dann möchte ich auf jeden Fall auch irgendwie den Menschen dort unten helfen. Ja, inwiefern? Naja, auf jeden Fall irgendwie Hilfsgüter oder nachhaltige Projekte dort unten starten, damit es den Menschen dort unten besser geht. Aber zuerst muss der Fuß einmal heilen. Was ist denn da passiert? Mit Krücken ist sie da, die Julia Schrenk bei uns. Ja, das war ein Trainingssturz. Und? Da ist halt leider passiert, jetzt ist der Knöchel gebrochen gewesen, jetzt bin ich operiert worden, aber das heilt wieder. Auf jeden Fall. Julia Schrenk ist auf Radio Niederösterreich. Gut gelernt durch diesen Montagvormittag. Sie hören Radio Niederösterreich. Die alte Puch vom Opa, die ist cool, sagt Julia Schrenk. Und der Opa, war das also ein wilder Kerl? Der war also ein wilder Kerl, ja. Ah, jetzt wissen wir, woher es kommt. Ist es jetzt mütterlicherseits oder väterlicherseits? Mütterlicherseits vom Opa, ja. Schauen wir, ich mal gar nicht verhalten. Die Mama zieht sich schon wieder zurück. Okay, die Puch, und kann man mit der fahren oder wie? Ist die, ja, die fährt noch. Wie hat die hergerichtet? Nein, wir haben eigentlich geschaut, dass wir es einfach mal zum Rennen bringen. Ja. Aber die ist immer bei der Oma in der Garage gestanden. Das heißt, sie war von Wind und Wetter geschützt. Und das ist super. Das kann ich mir vorstellen. Und ansonsten Hobbys, gibt es welche? Ja, Reiten, Skifahren, also alles, was mit Sport zu tun ja, hat. Ja, und vor allem mit PS. Sie haben ein Pony? Genau, ja, die Lilly. Wie geht's dir? Naja, leider ist sie chronisch lungenkrank. Okay. Das heißt, sie genießt jetzt die Pension bei meiner Freundin im Stall. Und kriegt ab und zu Besuch oder haben ja, sie noch Zeit für sie? Ja, die Zeit fürs Pferd ist halt leider ein bisschen weniger geworden. Aber natürlich schaue ich schon, dass ich es besuchen kann. Hauptsache draußen an der frischen Luft, so habe ich das Gefühl, oder? Was haben Sie jetzt am Wochenende gemacht? Am Wochenende? Boah, was habe ich jetzt am Wochenende gemacht? Ich weiß es. Schnell gefragt. Das war jetzt schnell gefragt. Fällt mir jetzt gar nicht ein. Macht ja nichts. Draußen war ich. Ja. Auf jeden Fall. Im Garten. Okay. Du, frische Luft macht ja hungrig. Genau. Wir ja. haben das weltbeste Rezept bekommen von Ihnen, oder? Stimmt das so? Die Mama macht die beste Lasagne, ja. Ja. Das Rezept haben wir online bereits, noe.orf.at. Darüber hinaus auch über unser ORF Niederösterreich Publikumsservice erhältlich unter 027 42 23 330. Können Sie selbst auch schon kochen? Ja, ich koche eigentlich schon gern, aber ich lasse mich auch gern bekochen. Mal schauen, gibt sie sofort wieder ab an die Mama, ist in Ordnung. Julia Schrenk, durch die Wüste mit bis zu 100 Sachen, mit einer Maschine, die 180 Kilogramm wiegt, auf die Waage bringt, als jüngste Teilnehmerin der Wüstenrallye. Wie lautet Ihr Lebensmotto? Naja, mein Lebensmotto, ich bin der Meinung, man ist ja selbst für seine Zukunft verantwortlich und man soll einfach für seine Ziele und Träume kämpfen.
Wow. In diesem Sinne, Julia Schrenk, danke für die spannende Stunde. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg auch. Und alles Gute. Auf das der Fuß da gescheit wieder verheilt. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Dankeschön. Alles Liebe, Baba. Tschüss. Radio Niederösterreich am Vormittag mit Julia.